Hallo? 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 Hi? Hallo? 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 Ah, jetzt, ah, hallo. Ah, hallo. Ey, na? Ha, hallo, ja, hallo. Hi. Du. Ich? Ja, du, sag mal, du bist doch hier der eine da. Den kenne ich doch, der... Stimmt, und du bist der andere. Ja, 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 genau. Ja. Krass, ey, dass wir uns wiedererkennen, ey. Es ist einfach unglaublich, ey. Wow. 1000 Jahre nicht gesehen, Mann. Echt mal? Ich hab dich gar nicht erst erkannt. Ja, echt. Du hast dich so verändert. Du auch, Mann. Du siehst einfach scheiße aus jetzt. Warst du im Urlaub? Du bist so braun geworden. Du bist so fett geworden. Da lässt man sich ja auch mal gut gehen, ne? Richtig. Ja. Ja, apropos Urlaub, da gibt es ja auch einen gewissen Komfort. Also es kommt vor, ich dass war es gespannt, dann Komfort gibt. Wie der dieses Satz zu Ende gehen sollte. Von wegen apropos Urlaub. Hä? Mhm. Aber stimmt. Ja, ich weiß. Es kommt mal, manchmal kommt es dann doch vor, dass die Dinge, die ich sage, einen Sinn machen. Ja. Und wir spielen eine wunderschöne Map, die ein bisschen aussieht wie ein Schachbrett von dem Gefälschten. Mhm. Das ist der unechte Angry Bird. Ob die Map ein Original ist? Weiß ich. Wenn eine gefälschte Maschine etwas herstellt, ist es dann automatisch immer alles gefälscht? Oh, jetzt ist es. Oder ist es eine originale Fälschung? Wahrscheinlich das. Ich weiß nicht, also meist fälscht man ja keine Maschinen, sondern man macht Maschinen, die Fälschungen herstellen. Stimmt, das aber dann... Das ist eine interessante Theorie. Hm. Aber so wie es ja ist auch mir aber jetzt, ja. Bilder gibt, die halt nachgemalt sind, aber mit anderem Namen unterschrieben werden. Richtig. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ich weiß, es kommt mir auch so bekannt vor. Ich habe da schon mal drüber jetzt lieber schnell die Map spielen, sonst sind die Leute gelangweilt. Nachher merkt jemand, dass unsere ganzen Witze nur gefälscht sind. Ja. Ist alle nur geklaut. Irgendjemand findet jemand das Witzebuch, aus dem wir alles haben. Ja, und dann kann er mal vorher schon sagen. Genau, es ist wie beim Lotto dann. In der nächsten Folge wird der und der Witz kommen. Ich werde sehr lachen. So, wir fangen mal an. Ball kommt vor und bis gleich. Tschüss. Ach nee, tschüss passt ja gar nicht, was? Nee, wir fahren doch erst an, Junge. Scheiße, ich hab gedacht, wir sind schon durch. Oh, so kann ich nicht arbeiten. So, der Knasti muss gerade irgendwas Leckeres gegessen oder getrunken haben, so wie der mich gerade angestöhnt hat. Nee. Mm. Oh. Oh. Mm. Nee, so klingt das immer, wenn ich einen Orgasmus hatte. Dafür reicht der Ladebalken aus. Mm. Oder hast du deinen ganz eigenen Ladebalken ausgepackt? So. Die Map ist groß. Ja, so eine gewisse Weitsicht Grau. Ist vorhanden. Ich will mal gucken. Oh. Aha. Yay. Oh. Du hast mich gerade verpasst, wie ich vorher deine Nase fallen wollte. Das geht doch nicht. Tja. So kannst du mich doch nicht verpassen. Ist blöd gelaufen, möchte ich meinen, wa? Hui. Oh. Hast du mich gesehen? Ich bin ein Vogel. Tut mir leid, ich sehe dich ganz fett nicht. Ich weiß doch nicht. Ich fange. Ich bin auch ein Vogel. Im Käfig. Oh. Der Käfig ist ja offen. Aua. Ja gut, ist immer die Frage, ich bin ein Vogel und ich hab einen Vogel, ne? Oh, ich schaff's auch nicht so wirklich. Schwebst du? Schwebst? Boss. Schwebst ist ja nicht so lecker, ne? Ja, nö, kommt darauf an. Okay, den also hier ist ein Gefängnis. Alle finde ich super, so. Stimmt, Ginga-Aale ist tatsächlich ganz lecker, aber dieses Bitter Lemon. Wer trinkt bitte Bitter Lemon, ey? Das ist so pervers, dieses Zeug. Ich weiß es nicht. Ich habe es lange nicht probiert. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Mein Leben ist schon bitter genug. So, wo bist du? Dein Lehm? Ja, ich habe immer ganz viel Lehm. Ich esse immer Lehm. Und der ist bitter. Ja. Ich bin oben. Das ist schön. Soll ich auch mal hin? Wie du möchtest. Ich bin da... Hallo. Wahrscheinlich war die Herausforderung, zum Ausgang zu kommen. Ich meine, ist ja das nicht immer, aber ich meine, hier hochzukommen.
Das erinnert mich vom Design her an ein schönes Spiel. Und das zwar da wäre? American McGee's Alice. Wo ich tatsächlich auch noch irgendwann ein Let's Play von machen möchte. Alice im Wunderland, nur in bekloppt. Ja. Und da gibt's auch so, die, da gibt's ja die Schachfiguren. Ne, dass die Königin entführt wird und sowas und oder sowas in der Art. Oder unterdrückt oder so. Und da gibt's halt auch Level, die so ähnlich aussehen. Die ziemlich cool sind. So. Oh! Verdammt! Was? Wieso bist du denn dann durchgefallen? Warum sollte ich? Gut, investigieren wir mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Wir haben hier drei Laserstutzen, die gefüllt werden wollen. Wo bist denn du? Du willst mich nur ärgern. Ja. So. Da hinten sind drei Laser, die angestupselt werden können. Genau, die von Frage dort. Ist, wie? Ja, genau. Richtig. Hier oben ist eine Vorrichtung. Hallo. Hi. Hier muss ein Laser durch. Und hier unten haben wir ja sogar einen Laser. Ach, das ist ja ein Laser. Der geht allerdings dummerweise an der Decke. Der ist ja abgefahren. Sprich, wir brauchen Prisma oder so. Ich spring mal hier runter. Der ist ja abgefahren. Zack. Geht's in den Boden rein? Oh. Ah ne, ist nur Glas. Da hinten ist ein Knopf. Ach, hier ist ja auch ein Laser. Wie ist das hier alles hebt? Ach, hier war ich noch gar nicht. Das war oben so verlockend. Aua. Fump. Fump. Hä? Fump. 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 Oh. Pump. Hä? Hä? Ey, jetzt lass du mir doch mal mein Portal. Die sind so gut. Das ist auch ein... Ach, das ist ein Auswerfer. Okay. Ja, weiß ich denn nicht. Das, was ich gehört habe. So, ist doch alles gut. Wieso, was machst du denn? Ach, da. Nein. Ja, aber so hättest du mal was sagen können. Nö, ich wollte einfach... Nee, man muss ja Kinder auch dazu bringen, dass sie von alleine draufkommen. Eben. Das ist ja eigentlich, das ist ja bei Spielen so, die gewissen pädagogischen Wert haben. Man soll spielerisch, aua, Schmerzen haben. Man soll spielerisch, aua. Warum? Wurde jetzt warum? Der aktiviert durch den oder durch den Würfel? Das ist die Frage. Eine andere Frage ist, wie, kriegt man das hin? Geht er da noch durch? Ja, geht noch durch. So, jetzt ist der mal activated hier. Bringt uns das was? Ich glaube, wir müssen sowieso alle drei Laser nach oben bringen. Von daher müssen wir mal gucken. Dry Laser? Yes. Wobei, müssen wir gar nicht. Vielleicht sind die oben ja, ich meine, oben sind ja gegenüber zum Aktivaten da. Zum Aktivieren. Ja. So. Aktivieren? Sagen wir es mal beim Namen. Hier sind alle drei an. Hier sind alle drei an. Sind sie? Hier sind alle drei an, ja. Ist unglaublich. Also, find ich auch. Hey, komm mal rein. Was ist denn hier eigentlich los? So. Manchmal sind wir schon ein wenig durch, muss ich ja sagen. Nee. Gut, aber wir sind tatsächlich durch. Und zwar durch die Kammer. Wirklich? Ja, komm mal hoch hier. Was? Ja, Hepp. Was sind denn das für Kammern in dieser Aufnahmesession? Keine Ahnung. Ja, was ist denn los? Ja, was ist es? Freunde, ja. Was ist denn hier los? Ja, was ist auch nicht. Was ist denn hier los? So. Was? Geht das Gewohnte? Ich bleib schon wieder da hinten stehen, das ist erstaunlich. Whip. Hallo. Whip. Ich stell mich jetzt hier. Genau, wir können auch mal hier. Hier ist doch mal. Hier haben wir uns noch nie unterhalten. Stimmt. Hier haben wir uns immer angeschwiegen. Ja. Zu Recht wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, wir haben uns irgendwann mal hier oben über die fehlenden Deckenplatten unterhalten. Das stimmt. Ich meine mich daran zu erinnern. Das stimmt. Das war aber noch im, war das im normalen Koop? Ich glaube auch. Es kam mir so da vor, da hat man sich noch über solche Details unterhalten. Jetzt interessiert es alles nicht mehr. Echt mal. Jetzt muss es alles immer größer. Es ist wie in der Filmindustrie. Gesehen. Wobei, wir haben ja gerade gesehen, es kommt nicht auf die Größe an. Der Raum war ja groß, ne? Ja. Aber? Es ging trotzdem schnell. Ja. Ladies? Wisst ihr Bescheid? Ja, vielleicht gibt es einen Zusammenhang, man weiß es nicht. Vielleicht. Habe ich schon mal versucht. Deswegen kann ich wahrscheinlich immer so lang. Ja, man kann ja auch beides vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jeweils. Ich glaube, aufs Geländer kann man nicht rauf, ne? Nee, das hatten wir auch schon ein paar Mal versucht. Ja, ich weiß. Das wird jetzt gerade ein Best-of der letzten 200 Folgen, was wir hier machen.
Was waren noch so die besten Witze, die wir gebracht haben? Weiß ich nicht mehr. Das Problem ist immer, dadurch, dass wir qualitativ so hochwertige Witze bringen. Guck mal, hier steht immer ein Sarg in der Ecke. Das hatten wir auch schon mal. Hatten wir? Ja, kann ich mich zum Beispiel nicht entsinnen. Ich glaube schon. Also zumindest, dass wir da uns in der Ecke über was unterhalten haben. Wobei, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass hier zwei blaue Vierecke sind? Was für Vierecke? Da sind zwei blaue Vierecke und da ist ein blaues Minus. Oh. Jetzt, wo ist ein Minus? Oh, vielleicht ist es so eine... Wow. Unglaublich. Hier ist auch noch so ein orangener, gelber irgendwas. Ach. Das ist erstaunlich, ne, was die Entwickler sich gedacht haben. Mit einem kleinen blauen Viereck da. Hier sind auch noch weitere blaue Vierecke und ein Minus. Das mir jetzt auffällt, hier ist überall gelb und blau an den Wänden. Das ist echt erstaunlich. Unsere. Glaubst du, dass... Nein, ich sage es nicht. Ja, aber was waren die besten Witze? Vielleicht kann das jemand von euch mal schreiben. Also in weise Voraussicht dessen, dass das Gehirn danach wieder beschädigt sein wird. Wenn alles rausgekramt wurde daraus. All diese Sachen, die verdrängt an sicheren Orten eingeschlossen wurden. Wenn die wieder ans Tageslicht kommen. Was machst du? Hast du Verstopfung? Ja. Achso. Aber was hat das jetzt mit dem Let's Play hier zu tun? Ja, weiß ich nicht. Komfort? Oder wie man auch gerne sagt als Kind, Komfort? Komfort. Genau. Das hat jetzt aber nicht so viel Komfort hier. Ja, Opa ist gut. Jacqueline. Ich find's immer lustig, wenn also was heißt lustig, aber ich find's interessant, wenn Menschen, gerade ältere Menschen, die den Fremdsprachen nicht so viel Meinung zuwidmen, wenn die irgendwelche Sachen dann sehr seltsam aussprechen. Ja, YouTube. Genau, zum Beispiel YouTube. YouTube. Ja. Oder Internets. Oder was weiß ich. Portal oder so. Also andere Sachen. Ja, ja. Ihr kennt ja sowas bestimmt auch. Knasti. Ja, stimmt. Ja. Rahmschnitz L. Ja, immer wieder schön, als Rahmschnitz angesprochen zu werden. Aber das ist ja seit... Du bist auch das Rahmschnitz. Rahmschnitz. Oh. Ich hätte gern Rahmschnitz. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht da unten, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ist von euch jemand so richtig... Die reden wahrscheinlich nicht mal ist so. Von euch jemand so richtig eingefleischter Bayer? Und, also, wo man überhaupt wo einfach nur so, wo man genau. Denkt, da kommt nur, er würde nur kotzen, wenn er redet. Das hast du jetzt gesagt. Ich find's ja sehr lustig. Ich find es auch sehr lustig, nur ich verstehe immer nichts. Ja, wobei sehr lustig, das klingt immer, als ob man sich lustig machen würde über andere Dialekte oder Sprachen. Nee. Das ist aber, das hat damit ja nichts zu tun, wenn irgendwas lustig ist. Das ist ein erfreuliches zur Kenntnis nehmen vielmehr. Genau, wenn das Komikzentrum getroffen wird, nur wenn jemand den Mund aufmacht, dann ist es doch super. Ja, da arbeite ich ja auch dran. Aber nicht in der Form, wie ich das spreche. So, auf jeden Fall, der Gefälschte hat sich da was ausgedacht. Was lachst du? Ich hatte gerade viele, viele schöne Bilder im Kopf, die ich euch allerdings nicht mitteilen möchte. Ach so, die malst du mir dann gleich mal auf, ne? Auf jeden Fall, wo ich so gut malen kann. Bitte mit Paint und Maus. Mach ich. Ja. Mach ich. Versprochen. Stichwort Maus, wir machen jetzt hier Maus. Der war echt gar nicht so schlecht. Doch, war der. Tschüss.